Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Trash. Heute spielen wir Defiance, das Spiel, nicht die Serie. Ist auch logisch, denn die Serie kann man nicht spielen. Das Spiel basiert jedenfalls auf der Serie, die Serie basiert auf dem Spiel, da war irgendwie so ein... Naja, so, wir probieren das mal aus. Und das Spiel, das soll ganz gut sein, zumindest die sagen das die Steam-Bewertungen. Und jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt stimmt. Die Ankunft. Der Votaner glich mehr einer Einwanderung als einer Invasion. Friedliche Versuche der Integration scheiterten und der Planet versank für Jahrzehnte in Krieg und Durst. Keine Ahnung, was da stand. Die Erde wurde transformiert. Der Untergang der Planeten schießen unvermutbar. Die Unvorgesehenes geschah. Die Schlacht von Defiance. Defiance? Keine Ahnung. Soldaten, Menschen und Votaner meuterten und schlossen sich zusammen, um unschuldige Leben zu retten. Diese heldenhaften Tat bestärkte all den Glauben. Mama. Stratoträger der Republik, Erde, New Freedom, Truppeneinsatz an der Westküste. Wir haben eine Maus. Das Spiel ist von 2003, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich finde, für 2003 sieht das ganz gut aus. Kann man machen. Also bis jetzt sieht's gut aus. Wir haben die Golden Gate passiert. Wir sind in Kürze vor Ort. Ihr habt 10 Minuten, um den Rest der Ausrüstung zu sichern und euch auf die Landung vorzubereiten. Wiederhole, 10 Minuten bis zur Landung, Leute. Die Antwort ist nicht akzeptabel. Muss ich daran erinnern, wer ich bin? Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Gefreiter. Was ist das Problem, von Bach? Bring deine Männer auf Kurs, Captain Grant. Ich will meine Ausrüstung haben. Die Jäger und ich brechen auf, sobald wir landen. Die Republik Erde ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist keine Zeit, sie zu suchen. Setzen Sie sich bitte. Mit Verlaub, Captain, aber dein Befehl lautet, zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Uniform aus Manhattan. Wie ich. Und sie lauten, sie bei der Suche nach der angeblichen Architekt zu schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Und ihr Held werden, natürlich. Das hier ist Sperrgebiet. Setzen Sie sich wieder. Wenn der Ausrüstung was passiert, bezahlen das deine Vorgesetzten. So ein Arschloch. Bewegung, Leute! Die Zeit läuft! Was ist das hier? Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze! Ihr zwei da! Los! Darf ich jetzt bitte spielen? Du auch. Er meinte mich, aber er hat nicht auf mich gezeigt. Er hat nie mich gezeigt. Okay, Charakter erstellen. Spezies, Geschlecht. Okay, guck mal. Männlicher Mensch. Weiblicher Mensch. Okay, männlicher Pirat hier. Und ein weiblicher natürlich noch. Ah, die können wir nicht benutzen, weil die muss man sich bestimmt noch kaufen. In dem Spiel kann man nämlich kaufen. Das ist nämlich free to play, deswegen ist das hier ein Let's Trash. Okay, ich würde sagen, Überlebenskämpfer, was ist denn das Herkunftsmechanist? Das ist wahrscheinlich sowas wie, der Skillbaum. Einfach Veteran, passt schon. Archetyp 1, 2, 3. Wow, was hat denn der? Boah, krass. Guck ihn dir einfach an. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe keine Ahnung von der Serie, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wie immer, vollkommen unvoreingenommen, gehe ich hier ran. Knochenstruktur. Wow, okay. Was heißt Knochenstruktur? Ah, das ist das Gesicht. Was hat er denn so für Knochen? Er hat ganz viele Knochen. Boah, das ist so richtig schönes, markantes Kinn braucht er natürlich. Ja, so ein dicker Klitschko-Nase. Oh, ein Kussmund, das wäre nett. Oder die dicke Lippe. Ne, der Kussmund. Lass den machen. Hautfarbe.
Das ist ein Charakter mit Charakter. Stimme des Charakters. Profi? Hey. Hey, Kumpel. Soldat. Wie steht's mit der Gewalt? Wie läuft's? Hallo, mein Freund. Hey, Kumpel. Soldat. Hey, Kumpel. Gute Arbeit. Du bist mir sehr ähnlich. Ja, lass den in. Hotshot. Passt. Weiter. Anpassung. Augenform. Oh, nice. Ich glaube, für 2013 war das schon sehr gut an Anpassung, was man da machen kann. Augenfarbe. Rote Augen. Nee, lass hier. Ich kann nicht reinzoomen, aber ich kann ihn drehen. Okay, lass hier. Ich nehme an, dass es grün ist. Lass grün nehmen. Augenbrauen. Keine Augenbrauen. Wow, okay. Gibt's auch eine Monobraue? Ja, die sind gut. Oh, die Frisur, die finde ich immer extrem wichtig natürlich. Lass mal gucken. Okay, Dreads. Ah, die sieht cool aus, die sieht cool aus. Ja, lass die nehmen. Lass die nehmen. Haarfarbe weiß oder platinblond, oder wie das heißt. Blond, dunkelblond. Sehr dunkelblond, dunkel, 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 dunkel. Lass hier Platinblond nehmen. So. Gesichtsbehaarung. Einen fetten Bart. Ich finde es immer schade, dass wenn es nur so wenig Auswahl gibt. Wenn man sowas schon einbaut, dass man sowas machen kann, dann muss es auch sehr viel Auswahl geben, finde ich. Aber lass den Bart nehmen. Der steht mir auch sehr gut, wie ich finde. Tätowierungen. Oh, nice. Wow. 0, 1, 3 oder so. Okay, das ist cool. Oh, er war im Knast 3 Jahre. Hm. Lass das nehmen. Fehlstellen. Ah, das sind sogenannte Narben. Au, ein blindes Auge, voll krass. Das ist so ein richtiger Kämpfer. Wenn er blind ist. Deswegen hat er sich die Tätowierung machen lassen. Gesichtsbemalung. Das kann man noch weiter erweitern. Noch weiter erweitern. Okay. Ja, das passt auch nicht zu dem Tätowierung. Dings, zu der Tätowierung. Der Name. Gib einen Namen für diesen Archenjäger ein. Entweder einen Einzelnamen oder Vor- und Zunahme. Jeder Name muss mindestens. Lass einfach einen einzelnen Namen nehmen. Passt schon. Bist du mit der Erstellung des Charakters fertig? Jawohl! Lass mal hier loslegen. Jetzt kommt bestimmt erst wieder 10 Minuten Sequenz. Jetzt, Archenjäger! Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Sie empfangen keine Befehle von dir. Tut mir leid, mein Freund. Landung in 10! Anschnallen! Ich habe dir dein Ego-Implantat noch nicht erklärt. Also, wir müssen... Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke. Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein komplettes Briefing kann die Ego-Aktivierung etwas holprig verlaufen. Ich weiß ganz genau, was gleich passieren wird. Glaube ich zumindest. Also nicht ganz genau, so einigermaßen. Ganz ruhig. Das sind nur Turbulenz. Das muss... Vollkommen normal. Von wegen. Wir gehen alle drauf. Das müssen Leute aus der Serie sein. Die haben so Charakter. Im Gesicht. Mhm. Alarm. Druckintegrität beschädigt. Evakuierung. Festhalten. Eingeleitet. Wir stürzen. Alarm. Druckintegrität beschädigt. Evakuierungskapsel start. 3, 2. Okay. Irgendwelche 500 Punkte haben wir gerade bekommen. Nett, nett, nett. Blink, 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 Feuer, blink. Mach dich bereit, Cass. Das kann heftig werden. Ganz ruhig. Okay. Oh, welches Ding öffnet diesen Scheiß? Cool. Ich hätte gesagt, so ein Brecheisen. Heilige Starko, du lebst! Ich bin Cass Ducat,
Ich habe dich landen sehen, wenn man das so nennen kann. Das war mehr ein Absturz als eine Landung. Ich dachte, du bist nur noch Brei. Was tust du denn? Wow, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Hörst du mich? Du musst dich hinsetzen, Flick. Hier, setz dich, bevor du umkippst. Du hast dir sicher mehr als nur eine Beule geholt. Also ruh dich aus. Ganz locker. Ich sehe nach, ob sonst jemand Hilfe braucht. Oh, du solltest dich nach Waffen umsehen. Die Anwohner sind nicht gerade Schaumbolzen. Okay. Hallo? Oh, gut. Jetzt hörst du mich. Ich spüre Nervosität. Kein Grund. Ich bin das Endogenie-Online-Gerät, das in deinen Körper injiziert wurde. Du kannst mich Ego nennen. Bitte entschuldige. Ich habe Probleme bei der Aktivierung der Subroutinen. Also könnte es zu Beginn etwas holprig sein. Aber ich kümmere mich darum. Wir haben eine Menge zu besprechen. Also fangen wir an. Ist das jetzt Tutorial? Wo habe ich jetzt die Waffe her? Bestimmt aus dem Rucksack. Okay, hi. Okay, Bergungsmission. Wir müssen von Bach finden, aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Jo. Hol Waffen und Ausrüstung zurück. Während Ego versucht, biointegrierte Funktionen zu aktivieren. Akzeptieren. Klingt gut. Machen wir. Von Bach Industries hatte Abwehrtechnologien an Bord des Stratoträgers. Ich habe einen Ort auf der Karte markiert, wo wir sie finden können. Ja, ich sehe ihn aber auch schon von hier. Aber okay, wir gucken erst bei Karte. Hier sind wir sind hier. Wir are here. Okay, das ist die Karte. Die Tutorial-Map ist nicht besonders groß, aber muss ja auch nicht. Finde die Schildkiste, heißt es. Okay, zurück. Oh. Oh. Okay, Wegpunkte mit Rechtsklick. Und nochmal draufklicken, wieder weggeklickt. Okay, ist klar. Den gerade direkt ausgeschalten. Nice. Hehe, du bist doof. Haben wir. Nachladen. Reloading! Durchsuche Ausrüstungskiste. Kiste. Okay, gedrückt halten. Dann. Großartig. Sobald du damit ausgerüstet bist, kann ich damit den Schild aktivieren. Loadout. Okay, Schild. Ah, Abwehrschild. Was macht er denn? Er hat eine Kapazität. Aufladung pro Sekunde. Panzerplan. Die Schilde sind aktiv. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten mobilen Arsenals. Schnell! Wir müssen die benötigte Ausrüstung so schnell wie möglich bergen, damit wir die Suche nach von Bach starten können. Ja. Greifen die mich auch an, oder rennen die bloß dumm rum? Okay, lass mal ein Stück rennen. Komm, Junge! 2 EP. Nochmal 2 EP. Feuer macht Schaden? Feuer macht keinen Schaden. Okay. Aber ist in Ordnung. Da lass mal das Ding mitnehmen. Munition auffüllen. Aha. 7 Schuss, okay. Wo ist eigentlich unsere Moon? Oh, mit rechts kann ich sogar zoomen, okay. Ah, da unten. Unten links. 7 und von 250 Schuss, alles klar. Hm. Das Ding hier aufmachen? Ne, ist kaputt. Springen? Springen können wir auch. Nice. Das sieht aber schon sieht okay aus, das Spiel. Lass mal gucken. Karte, Ziele, Charakter, Einstellungen. Hätten wir ja noch Video-Modus machen können. An. Overscan kann man ja noch irgendwie auf Darstellungsqualität Benutzer definiert. Ja. Okay. Anscheinend ist das Maximum, was das Spiel kann. Aber ist auch okay. Weil MMOs haben ja von Natur aus eigentlich das Ziel, auf möglichst vielen Systemen laufen zu können. Was ist das für einer? Ist das ein anderer Spieler? Man weiß es nicht so genau. Hi. Lass den einfach mal umbringen. Hui. Hi. Ich bin da. Oh. Durchsuche mobiles Waffenarsenal.
Sturmgewehre sind ideal für mittlere Distanzen, aber auch bei großen Entfernungen noch sehr effektiv. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Okay, drücke Q. Ich orte Sprengstoff in der Nähe. Den können wir gut brauchen. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte. Ja, das Pistole nehmen. Reloading. Hui. Oh. Was haben wir denn hier noch schönes? Munition. Einfach mal mitnehmen. Das wäre cool, wenn man das aus der Ego-Perspektive auch zocken könnte. Das wäre nice. Aber klar. Hier auch noch schon mal ein Equip-Pod durchsuchen. Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Okay. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert. Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Staub. Hä? Wenn du mir verrätst, wie ich die werf? Okay. Hi. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist es an der Zeit, deine Ego-Fähigkeiten zu trainieren. Ja. Machen wir. Los. Wir nutzen Projektionen als Trainingsziel. Okay. Halte dich genau an die Anweisungen, um die Fähigkeiten zu aktivieren. Eins, um die Ego-Fähigkeit zu aktivieren. Wir fangen mit Tarnung an. Sie macht dich für Gegner unsichtbar. Nutze diese Fähigkeit, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Headshot. Headshot. Tarnung muss aktiv sein, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Ja, schön. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. Schieß auf die Projektion, während Überladen aktiv ist. Wow. Jetzt aktiviere ich die Köderfähigkeit. Ich habe keinen Unterschied gemerkt bei der Überladenfunktion. Ein Schuss halt. Eine Projektion, die Aussicht, die du und den Gegner verwirrt. Schalte die Projektionen aus, während dein Köder sie ablenkt. Mhm. Oh, da kann man sich teleportieren. Die Fähigkeit bionischer Sprint ist aktiv. Okay. Damit können wir uns extrem schnell bewegen und sind im Nahkampf stärker. Rase auf die Projektionen zu, während die Fähigkeit aktiv ist und lande Nahkampfangriffe. F für Nahkampf, okay. Bam, bionischen Sprint. Das habe ich doch. Attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Aktiviere den bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Okay. Sehr gut. Wähle eine Ego-Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. Wähle eine Ego-Fähigkeit. Was haben wir denn hier? Überladen macht da 10% mehr Schaden. Wow, lohnt sich halt, ne? Ja, ein Spiegelbild, bla. Okay, weiter geht's. Was haben wir noch? Bionischer Sprint. Tarnung. Lass den Köder nehmen. Hervorragend. Du verwirrst und störst deine Gegner wohl gerne. Ja. Wäre cool gewesen, wenn da kein Kind gesprochen hätte, ey. Ich empfange ein Signal. Ich stelle es durch. Ja. Hört mich jemand? Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Oh. Reloading. Oh, man kann während des Rennens nachladen. Das ist nice. Hui. Hey, hey, hey. Bleib mal ganz ruhig, du blöder Käfer da. Mutantengewehrschütze. Wo ist er denn? Cool, wenn man die Schulter noch ändern könnte. Kritischer Abschuss. Wo sind unsere HP?
Irgendwo oben links wahrscheinlich, in der Ecke. Schild und HP, würde ich einfach mal sagen, ist da oben angezeigt. Okay, dann lass mal dahin rein. Laut meinen Messungen sind diese Kreaturen eigentlich Menschen. Aber ihre DNS ist stark mutiert. Oh, DNS? Nice, Alter. Bleib mal ruhig, ja. Freund. Hält sich das Schild von alleine wieder auf oder so? Laut meinen Messungen sind diese Kreaturen eigentlich Menschen. Aber ihre DNS ist stark mutiert. Du wiederholst dich. Also ein bisschen Munition noch füllen. So. Kann sich auch irgendwie hinhocken? C wie Crouch wahrscheinlich. Naja, das ist mehr. Ganz nett, ganz nett. Die Kalle ausschalten. Jetzt brauchen wir gar nicht erst nach Überlebenden zu suchen. Reloading. Ich kann die meisten Computersysteme hacken. Schön. Geh zum Thoriumreaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Geh zum Reaktor. Der läuft nicht mal weg, wenn er getroffen wird. Ja, mach ich auch nicht. Nice. Ja. Sehen wir uns diesen Reaktor an. Den können wir bestimmt zu unserem Vorteil nutzen. Ausgezeichnet. Ich konnte das spaltbare Material reaktivieren, sodass der Reaktor überladen wird und die gesamte Basis von der Landkarte fegen wird. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mutanten nicht eingreifen. Drücke G, um eine Granate zu werfen. Der Reaktor wird überladen. Weiter so. Ja, weiter so. 200 Damage macht also das Gewehr. Habe ich da gerade ballistische Bahn gesehen oder war das einfach nur... Ne, okay. Jetzt sah bloß so aus. Alles klar. Fast geschafft. Halte die Mutanten vom Reaktor fern. Halte die Mutanten vom Reaktor fern. Mein Loot. Nicht dein Loot. Oh, fuck. Huh. Das Ding geht gleich hoch. Nichts wie weg hier. Upsi. Da bin ich auf G gekommen, statt auf F. Tja. Aber kein Problem. Sah jetzt aus, als wäre der wie so ein kleiner Hund. Implantat, oder? Faszinierend. Ich habe das noch nie in Aktion erlebt. Weißt du was? Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weiterkommen. Moped! Ich gehe zur Absturzstelle. Die werden Hilfe brauchen. Ja, ich nehme mich mit. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Boah, ja. Archenjäger. Ruf mich an, via Codec. Meine Frequenz ist 101.85. Has another contract available, and he's offering more than usual, which is suspicious. Ego, irgendwas stimmt mit dir nicht. We should meet him at the crater. Du bist Englisch. Meine Systeme haben einen Schwellenwert erreicht, der Verbesserungen verfügbar macht. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit erhalten. Panzerplatten reparieren. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit bekommen. Was ist das? Okay, nein. Jo, navigiere durch das Chaos an der Abschlussstelle von New Freedom und finde Karl von Bach. Okay, okay. Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Ich empfange Signale von ein paar Evac-Pods. Hoffen wir mal, dass einer von Bach gehört. Okay, was haben wir noch? Man kann
keine Spikes, wir haben keine Stims, wir haben kein Fahrzeug und wir haben auch keinen Cyber-Rick. Wie ist das gelesen? Cyber-Creek. Der Cyber-Creek. Los, komm mit, Dude. Lass Pilze pflücken. Wow. Hallo, eins? Ja. Wieder eine erledigt. Piep. Ah, es lädt sich noch eine Weile auf, das Schild, alles klar. Ja, aber... Hallo, eins ist doch die Fähigkeit, denke ich, oder was? Die ich mir ausgesucht habe. Muss ich erst noch ausrüsten? Der Evac-Pod ist leer. Oh. Ich hoffe, dass derjenige, der darin gesessen hat, noch lebt. Irgendwo. Ich empfange Störsignale. Geh in offenes Gelände, damit ich das Tal scannen kann. Ja, Mann. Nerv mich nicht. Ich will jetzt hier meine Skills ausrüsten erstmal. Du hast das ja nicht gemacht, du blödes Ding. Gegenstände, Ego-Raster hat das. Ja, und? Kann ich das jetzt hier irgendwo auf 1 packen oder so? Ausrüsten. Ich muss das halt erst ausrüsten, okay. Jetzt gibt es zwei von meiner Sorte. Wo steht da, wie lange der... Ah, da ist die Abklingzeit unten rechts unter Kontroll-Schnellmenü zu sehen. Ja, hast du gut gemacht. Incredible. Let's go. Offenes Gelände erreicht. Wir haben Glück, dass wir noch am Leben sind. Der Absturz ist schrecklich. Chaos regiert. Mal gucken, Fallschaden? Ne. Sein können. Nee. Oh nein. Der hier hat nicht überlebt. Oh, der hat auch nicht überlebt. Ich empfange ein erlöschendes Ego-Signal. Das bedeutet, dass er auch ein Aschenjäger war. Ein Aschenjäger? Ich empfange mehrere GPS-Signale, okay. Der von Bach Industries. Eines davon muss zu ihm gehören. Es muss zu ihm gehören. Sie schnell überprüfen. Hüp. Hüp. Abschlussstelle New Freedom. Hallo? Achso, das ist noch. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Es ist doch nicht alles böse. Was läuft? Expedition ist in ernsthafter Gefahr, wenn wir von Bach nicht finden. Ja. Er ist der Einzige, der das Wissen besitzt, um die Geheimnisse des Archenkerns zu entschlüsseln. Er ist der Einzige. Mann. Fuck you. Ich mach ja schon so schnell ich kann, aber ich kann halt so ein alter Mann wie ich, ja? Der ist halt kein D-Zug, ja? Geh doch selber hin, du Arsch. Oh, das ist noch nicht. Geh inspizieren. Körper scannen. Mein DNS-Scan zeigt, dass es nicht von Bach ist, sondern VBI-Mitarbeiterin 130. Das ist nicht gut. Sie war für diese Expedition sehr wichtig. Oh. Mein DNS-Scan zeigt, dass das hier der Chef des Sicherheitsteams ist. Wenn er es nicht geschafft hat, Granate! Geschafft haben. Wow. Okay, die hat's ja voll. Die hat's voll gebracht, die Granate. Absolut. Warte, ich helfe dir. Sind das Stormtrooper oder so? Gestorbener von Bach Industries Techniker. Ich befürchte das Schlimmste. Ich befürchte, nämlich, dass wir alle verloren haben. Die treffen ja überhaupt nicht, die Gegner. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Am Anfang.
Ist okay. Ich nehme an, dass die Gegenspieler noch ein bisschen besser treffen können. Das ist nicht von Bachs Leiche. Es ist eine Tragödie. Es gibt wohl über 300 Tote. Feinde rücken an! Ob von Bach lebt oder nicht, Scheiße. Er scheint zumindest nicht in der Nähe des Absturzortes zu sein. Wir brauchen Hilfe, um ihn zu finden. Ich empfange soeben einen Notruf von Captain Grant. Ich stelle ihn durch. Ich wiederhole. Alle unbewaffneten und verletzten Überlebenden suchen Deckung und bleiben an Ort und Stelle. Wir werden euch finden. Gib mir Deckung. Alle kampffähigen Überlebenden melden sich beim Notfallhauptquartier am New Freedom Sammelpunkt. Schnellstmöglich. Hey, Archenjäger. Hast du die E-Rap-Nachricht bekommen? Triff mich am Sammelpunkt. Ja, die habe ich bekommen, die Nachricht. Sorry, dass ich jetzt hier nicht. Weißt du? Den Loot hole ich mir erstmal. Keine Ahnung, was der macht. Ups, 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 ups. Bunny Hopping. Ist immer gut. So. Na, lass mal zu dem nächsten Checkpoint gehen. 130 Meter müssen wir noch laufen. Hm, da ist der Typ schon. Der Dude. Und das noch andere Dude. Ey, der hat ein Auto! Nehme ich mit! Kann ich das einfach nehmen? Ne. Okay, lass mal das erstmal hier checken. Lager der Republik. Vorräte. Mhm. Ah, da kann ich mir was kaufen. Ich habe 5002 Credits oder was? Ja, lass das mal die Quest erledigen hier. Ich möchte wissen, warum E-Raps hier sind. Suchen wir den zuständigen Mann. Ja, machen wir. Oh. Ich wiederhole. Die New Freedom ist abgestürzt. Es gab schwere Verluste. Hört mich jemand? Captain Grant, Sir. Die Terraforming-Interferenz ist... Weiter versuchen, Corporal. Du sprichst so lange in das Ding, bis deine Stimme versagt. Verstanden? Sir. Ich kenne dich. Du bist einer von Bachs Archenjägern. Aber wer bist du? Und was machst du in meiner Operationsbasis? Moment. Sagtest du von Bach? Wie in von Bach Industries? Der Kerl, den sie Händler des Todes nennen? Was läuft hier eigentlich? Das hat dich nicht zu interessieren, Fräulein. Sir, wir haben mindestens 200 bestätigte Tote und fast doppelt so viel Verwundete. Ohne Chance auf Evakuierung haben wir kaum genug medizinisches Personal oder Vorräte, Sir. Die Aufklärung hat ein verfallenes Krankenhaus gefunden. Schickt einen eurer Männer, damit er es nach Vorräten durchsucht. Ja, Sir. Das Rettungsteam wird vom Bergzug aus beschossen. Wenn sie nicht in den nächsten 35 Minuten den Strato besteigen können... Sir, die Überlebenden auf den Decks 4 bis 7 werden wahrscheinlich lebendig verbrennen. Das wird nicht geschehen, Sergeant. Ziehen Sie alle zurück. Sagen Sie den Männern im Strato aber, dass wir sie herausholen werden. Ja, Sir. Hey, Eisenhower. Die Scharfschützen gehörten einmal zu MDE. Jetzt sind sie nur noch eine Bande blutrünstiger Mutanten. Du willst mir sagen, dass diese Dinger MDE-Soldaten sind? Ja. Hat ihnen wohl keiner gesagt, dass der Versuch vor ein paar Jahren in die Hose ging. Sie denken, das ist eine Invasion. Woher weißt du das alles? Es gibt hier viel MDE-Schrott. Nicht zuletzt das Projekt... Ja, Projekt Tranquility. Ich weiß alles darüber. Menschen und Botaner leben in perfekter Harmonie. Was für ein Haufen Stacko. Tranquility war keine Kampfoperation. Die Mutanten haben keinen Zugriff auf Waffen, die einen Stratoträger abschießen könnten. Mit diesem Mysterium stehen sie alleine da. Hör zu, auch wenn es mich anpisst. Der Schutz deines arroganten Chefs ist wichtig für den Erfolg der Mission. Wenn du mir hilfst, etwas Klarheit in dieses Durcheinander zu bringen, können wir zusammenarbeiten, um ihn zu finden. Also gut, ich muss mein Rettungsteam sofort in die New Freedom bringen. Pass also auf die Scharfschützen auf. Wo gedenkst du hinzugehen, Fräulein? Du wirst mir alles, was du über dieses Sperrgebiet weißt, erzählen. Immerhin wanderst du hier illegal rum. Scheiß E-Rap! Yo, yo, scheiß E-Rap! E-Rap no, E-Rap yo. Weiß nicht was. Ho, ho, ho. Eine Lockbox. Wow, okay. Nice. Ich würde jetzt ja eigentlich ganz gerne erstmal abchecken, was hier abgeht. Erstmal klettern gehen. Das ist immer wichtig. Hallo, ich bin hier oben. Ihr kommt niemals hier hoch. Ihr seid alle doof. So. Bereit zum Losdüsen.
bereit zum Losdüsen. Oh. Oh. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ja, hier liegt. Ja, lass erstmal eine Granate werfen. So, was ist jetzt los hier? Mission. Ah, warte mal. Join. Join. Da, ich glaube da. Lass mich doch einfach hier rüberspringen, wenn man so ein Super Mario-like hochspringen kann in dem Spiel. Dann möchte ich das gerne auch tun. Hi. Sniper Ridge, blablabla, Bergungsteam akzeptieren. Los geht's. Das Rettungsteam kann erst losziehen, wenn du das Tal durchquert und dich um die Ziele auf dem Bergrücken gekümmert hast. Okay, okay. Chef, ich kümmere mich drum. Auch wenn es nicht mein Chef ist. Aber egal. Oh, da ist eine Brücke. Die ist kaputt. Die ist runtergefallen. Da hinten ging die weiter. Nice. Mitten in den verrückten Wald. Logisch. Spring. Bedrohung 1. Hm. Meine Gegner? Ja, sieht so aus. Mutantenscharfschützen. Lass mal die Map checken. Ja, schön. Nimm die Kacke da weg. Ich würde gerne auch näher ransuchen und so und gucken, wie ich da rankomme. Vielleicht von hinten? Von oben? Lass von oben hingehen. Barney hopp, Barney hopp. Barney hopp macht den Typen flott. Doinky, doinky. Toing, toing. Na komm. Irgendwo muss er doch mal. Oh no. Hier muss man doch irgendwo hochkommen. Oink. Trink, Oinko. Bleib schweinisch. Kommt da eventuell hoch? Ich versuche erstmal irgendwo rumzuklären. Hm. Also dieses Environment ist scheiße. Sorry, Alter. Ja, rennen wir erstmal irgendwo rum. Ich halte es halt einfach nicht für klug, direkt frontal frontal die Sniper halt anzugreifen. Das ist nicht clever. Die muss man von hinten in den Rücken fallen. Hm. Warum kommt man hier nicht hoch? Das hat keinen Sinn, Alter. Kann er nicht klettern? Hat er keinen Kletterskill? Wow, Alter. Oh, nee, Spaß. Jetzt werden hier unsichtbare Mauern oder so. Ach, Mann. Er gleitet einfach hinunter. Jawohl. Ja. Yeah. Nein. Lass mich hier durch. Hier ist eine unsichtbare Mauer. Fickt euch, ey. Ohne Scheiß. Ich komme da nicht rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, also das ist ein ziemlich großer Minuspunkt für das Spiel. Definitiv. Allerdings kann ich von hier trotzdem die Sniper erreichen? Nee. Die werden nicht mal dargestellt. Wow. Everything is awesome. Alt um dich, aha. Okay, lass mal eine Rolle. Coole Mucke. Cool irgendwie. So ein bisschen sneaky Action. Mag ich. Oh shit. Lol. Okay.
Hi. Fähigkeit 1. Einsetzen. Trotz. Ihr seid doch so voll Idiot. Hinbeam! Los, beam dich! Rindern. Okay. Sabotiere das Munition. Oh! Bam, Junge! Ziel zerstört. Hey! Meinst du, dass sie halt nicht anschießen? Alter, wie viel hält denn der aus, würde ich gerade sagen? Boah, von wo? Achso, von hinten. Alter. Ach, fickt euch da. Schießt auf den Typen. Ha, ihr seid so dumm. Zerstört. Oh, danke. Na los, jetzt interagieren mit dem Kack. Ach, da. Jawohl. We did it, guys, we did it. Ziel zerstört. Ziel zerstört. Hätte ich mir so eine Command & Conquer 1 Stimme gewünscht. Ionenstrahler, abschussbereit. Wow, und da kommt jetzt hier der fette Ogre mit dem Granatwerfer. Geil und ironisch. Eindringling, verteidig diese Position! Ey, ihr wolltet mich doch gerade reinlassen, oder? Bist du ein Freund? Ja, du bist Freund. Nice. Verstärkung! Wir ergeben uns nicht. Reloading! Jetzt verreck halt, Alter! Ah, guck mal, da ist der Ogre. Oh, uns muss auf den Ogre gerade konzentrieren, irgendwie habe ich das Gefühl. Muss man eine Granate werfen? Hallo! Oh! Dude! Mein Schild ist weg! Oh fuck! Oh oh. Oh oh. Nix so gut. Okay, Schild baut sich wieder auf. Nice. Deco! Ja, wie viel muss ich jetzt hier noch? Neutralisiere den Mutantenlager. Ah, ja, schön. Voll gemessert. Schön, weiter. Oh, wir haben das zu zweit gemacht. Ah, okay, das war jetzt sozusagen eine kleine Insel. Haben sie gut gemacht, ey. Wir beide haben eine strahlende gemeinsame Zukunft vor uns. Das Rettungsteam ist sicher. Es geht jetzt in die New Freedom. Du hast wohl Grant davon überzeugt, dass wir Archenjäger hier nützlich sein können. Du kannst einen der Runner nehmen. Hol ihn im Hauptquartier auf dem Weg nach unten ab. Sonst brauchst du bessere Stiefel und wesentlich mehr Waffen. Hui! Doing. 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 Das haben sie cool gemacht. Das hat mir dann doch gefallen. Nur die unsichtbare Mauer da oben, die war aber trotzdem scheiße. Aber richtig scheiße. Warum wir auch nicht mal nach links und rechts gucken? Kommen hier eh keine Autos. Nehme ich mal an. Lal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 a. Das Auto möchte ich noch abchecken. Hi. Cool.
Drücke V und dann fahr zu. Du kannst ihn benutzen, wann immer du willst, um schneller voranzukommen. Nice. Okay, let's check this. In der Accord Medical Clinic gefunden. Er sagte, dass dort überall Mutanten sind. Bring ihn dort hinein, damit er das Zeug besorgen kann. Varys has another contract available and he's offering more than usual. Which is suspicious. Doin. We should meet him at the crater. Gucken, ob wir hier hochfahren können. Okay, das Auto ist auch nicht viel klar. Oh. Rennt ihr dem Auto hinterher? Ernsthaft? Und ich kann die dann überfahren? Das ist ja voll witzig. Quietsch. Okay, also das Auto ist ein bisschen schneller als mit Laufen. Das ist gut. Aber so richtig geilotronisch ist es auch nicht. Wow, nice. Das hier, hier ist ein großes Auto. Das Gefühl, die sind etwas abgelenkt. Einfach so das Auto verschwunden. Tschüss. Macht's gut, Leute. Und bloß mal rumgucken. Ich geh weiter Auto fahren. LOL. Hier ist jetzt ernsthaft eine fucking unsichtbare Mauer. Ja. Geilotronisch. Mit dieser unsichtbaren Mauer soll es das allerdings gewesen sein. Rage. I'm full of rage. Wie dem auch sei. Haut rein, Leute. Macht's gut. Also, ich finde das Spiel, das geht auf jeden Fall voll klar. Unsichtbare Mauern sind natürlich absolut scheiße, gerade in der heutigen Zeit. Absoluter Bullshit. Guck mal, ich kann sogar da durchgucken. Aber, naja, okay. So ist es halt mit den unsichtbaren Mauern. Warum ich hier nicht durch kann, das hat überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Aber egal. Sei es drum. Das Spiel kriegt von mir trotzdem einen Daumen hoch. Weil es irgendwie, bis das, was ich jetzt gespielt habe, das ist verdammt spielbar. Und ich kann mir vorstellen, dass das später noch ziemlich cool werden kann. Und es ist irgendwie ein bisschen so, wie ich mir Destiny gewünscht habe. Und das sogar 2 Jahre früher. Oder 1 Jahr. Na, ist ja auch egal. Wie dem auch sei. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Gebt mir einen Daumen, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr meiner Meinung seid, dass das Spiel ganz gut ist. Oder einen Daumen runter, wenn ihr meint, nee, das Spiel, das ist Bullshit. Ne? Wisst ihr Bescheid? Macht's gut. Bis zum nächsten Let's Trash. Damit sage ich Tschaußen.